Der Sommer ist angebrochen. Ich war das letzte Mal draußen, da war noch Winter. Da war ich noch in Berlin. Wo bin ich jetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Auf jeden Fall sind hier Acker und Felder und Wälder. Und es ist plötzlich 2016 geworden. Und es war Zeit, mal wieder rauszugehen. Und deswegen bin ich jetzt unterwegs in einem Wald. In einem Wald, zu einem Wald. Ich bin unterwegs zu einem Wald, in dem ich noch nie war. Wir sehen uns dann, wenn wir da sind. War mal wieder an der Zeit, den alten Fischer CZ3D zu benutzen. Ich habe mir dafür neu die Stänge gebaut und will heute mal hier im Wald damit sondeln. Mal gucken, was man so finden kann. Ein paar Leute haben mich gefragt, ob ich mal wieder so ein Video machen kann. So wie früher. Einfach sondeln und die Wahrheit zeigen. Nicht nur die guten Funde, sondern einfach die Sondelwahrheit, was man so findet beim Sondeln. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, ich mache ein Video wie früher. Mit einem alten Fischerdetektor. So alt ist der gar nicht und der geht auch richtig tief. Müssen wir nur noch ein paar Signale hier haben, damit er hier auch mal was zeigen kann. Ich kann nur sagen, es ist sehr ungewohnt hier mit dieser runden Sonde zu sondeln. Normalerweise, ich ja diesen eine elliptische Sonde habe. Vom F75. Und jetzt sehen wir einfach mal, was hier los ist, ob es hier überhaupt Signale gibt oder ob der Wald hier total signalleer ist. Ich war hier auf jeden Fall noch nie, aber es war mal wieder an der Zeit, endlich wieder ein schönes Sonnenvideo zu machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich renne einfach nochmal hier rein, in den Wald, in dem ich noch nie war, und zeige euch, was hier liegen kann. Also bis jetzt habe ich hier noch nicht ein Signal gehabt. Außer mal ein ganz leichtes Eisen. Ich habe hier nicht ein Signal. Und das tut mich natürlich sehr besorgt machen. Aber das wird mich natürlich nicht davon abhalten, euch ein paar schöne Funde zu zeigen. Ich habe schon in ganz anderen Wäldern gesondelt. Also der funktioniert. Die Stänge ist ein bisschen klein, mir tut der Rücken weh. Ich will mein F75 wieder haben. Ich habe aber mein F75 nicht. Den habe ich verliehen. An jemand anders. Egal. Ich werde nicht aufgeben. Und heute hier sondeln. Stunden über Stunden, wenn es sein muss. Ich bin heute extra früh raus, damit ich den ganzen Tag habe. Von früh bis spät. Ich habe 3 volle Akkus mit. Die Folge kann richtig lang werden. Kann sein, dass ihr jetzt eine Stunde lang das hier so euch angucken müsst, wie ich hier nur die Sonne hin und her bewege. Ihr habt das so gewollt. Gibt's doch ja nicht. Müsst doch wenigstens mal irgendwas rumliegen hier. Naja, einfach weiter sondeln. Wird sich schon was zeigen. Früher oder später. Oh, da ist was. Und erstes Signal. Scheint direkt hier oben zu liegen. Ein Eisenobjekt. Was wird es wohl sein? Wir werden es gleich wissen. Etwas Größeres. Da haben wir's. Handelt sich um einen Griff von einem Topf. Die Handschuhe habe ich in Portugal gekauft für 1 Euro im China-Laden. Mal sehen, was die Dinger aushalten. Die sind auf jeden Fall robuster, als die es hier gibt. Wahrscheinlich, weil die mit irgendwelchen giftigen Chemikalien hergestellt wurden. Deswegen ist mir auch so komisch die ganze Zeit. Also immer... Irgendwas haben wir ja schon. Was ist das? Irgendwas am Baum rum. Ich hab ein bisschen Angst. Könnte irgendwas giftiges sein. Oder eine Bombe.
Alter, da ist was drinne. Ein Apfel. Den hat jener dahin gemacht. Für mich? Danke. Wahrscheinlich ein Jägersmann oder so. Der will hier die Tiere damit anlocken und die erschießen. Soll denn der Scheiß? Soll das Tier das Silberpapier essen oder was? Wer macht denn sowas? Nee, also das kann ich so nicht hinnehmen. Wir Sondler sorgen für Sauberkeit. Und wenn jemand hier sowas an den Baum hängt, ja, das ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Reh vorbeikommt und den Apfel essen will und dann das Silberpapier isst, grauenhaft Bauchschmerzen kriegt, hier auf die Straße rennt und dann wissen wir alle, was passiert. Was Schlimmes. Und das habe ich jetzt soeben verhindert. So nicht, lieber Jägersmann. Tut mir sehr leid, dass ich dir hier deine Jagdbeute versaut habe. Aber so nicht. Ein Apfel in Silberpapier hier an der Wand hängen, an den Baum. Was soll denn der Quatsch? Ich möchte gerne mein F-75 wieder haben. Ich kann euch sagen, wenn ihr einmal ein F-75 gehabt habt und damit ein Jahr lang gesondelt habt und dann hier sowas nehmt, ein CZ3D oder ein älteres Modell, die auch nicht schlecht sind, dann ist der Unterschied trotzdem stark spürbar. Da haben wir was. Bin gespannt, was das ist diesmal. Und erstmal vorsichtig ausbuddeln. Das hat schon so einen ekligen Ton gemacht. Kann mir nicht vorstellen, dass es was Gutes ist. Da muss ich halt mit meinem Sondelmesser ran. Und darin stechen und das zerstören. Was ist das? Das hat in meinem Ohr reingekrabbelt. Mann, nein. Ich will hier nur in Ruhe sondeln. Dann greifen mich wieder hier irgendwelche Viecher an. Da ist es. Ich weiß nicht, was das sein soll. Könnte der Beschlag von einem Messergriff sein. Oder ähnliches. Werde das zu Hause reinigen und dann gucken wir uns das dann an. Wie immer in der Fundzusammenstellung. Am Ende des Videos. Weiter geht's. Vielleicht finde ich ja doch noch was Schönes. Ich meine, ich habe ja gerade erst angefangen. Kann natürlich noch einige Tiere liegen. Also das Aquanautengestängel ist wirklich ein bisschen kürzer. Und ich dachte, das ist länger. Aber die geht ganz schön auf den Rücken. Und ich muss dann doch hier das andere ranbauen. Beziehungsweise ich will einfach auch wieder meinen Detektor wieder haben. Mann ey. Hier haben wir ein Riesensignal. Kann ja nur Müll sein. Oder ein Handy. Aber das ist Müll. Leberwurst. Fein. Fleischverarbeitungsbetrieb Meißen. BT Weinböller. Betrieb der ausgezeichneten Qualitätsarbeit. Zu verbrauchen bis die Deckelprägung, ja. Ist ja auch real. Gut. Nehmen wir mal mit. Ich habe ja sonst nichts zu tun, außer Müll zu sammeln hier. Da haben wir schon wieder was. Ja, so langsam kommen ein paar Signale drin. Aua! Aber ich gehe davon aus, dass es auch wieder Müll ist. Direkt daneben und dann auch noch so ein komisches Signal. Kann nur Müll sein. Total harter Boden. Nivea-Creme. Zur Hautpflege. Ja, das erinnert mich wirklich an die alten Folgen. Aber ich lasse mich natürlich hier nicht länger ärgern in den Wäldern. Ist natürlich kein Wunder, warum ich keine neuen Folgen machen konnte, wenn hier keine Funde sind. Ich renne doch hier nicht den ganzen Tag durch den Wald, ärgere mich hier und hänge hier an irgendwelchen Dornen fest und hab nichts. Außer eine Dose. Hier sind keine Signale. In den Wäldern habe ich bis jetzt nur die drei Reichsbrände gefunden.
Ist doch nicht mehr schön, oder was? Man kann auch hier gar nicht richtig loben. Ich habe keine Lust mehr hier. Ich werde wieder nach Berlin fahren. Da ist wesentlich schöner. Da findet man auch mal was. Da sind die Wälder auch noch naturbelassen und nicht so wie hier. Alle kaputt. Eine Straße mitten im Wald. Man hat überhaupt nicht seine Ruhe auch. Egal, in welchen Wald man hier geht. Geht darüber. Auf der anderen Seite. Hat sich alles schon wieder verstellt hier, die ganzen Knöpfe. Weil man da rankommt und dann verdrehen die. War hier gerade ein Signal oder was? Spinnenweben überall und dabei ist hier überhaupt ja nichts zu sehen. So. Weiter geht's. Frisch, fröhlich, motiviert. Schon wieder die Sense auf Null. Geil. Wenn man da mit dem Pullover immer rankommt an die Knöpfe. Ist doch scheiße. Kann ich ja auch gar nicht ins Video mit einbauen, sowas. Wahrscheinlich wieder Blech. Aber wir müssen ja irgendwas ausbuddeln hier, wa? Bin ja hier deswegen, um Müll zu finden. Zigarettenpapier. Hier scheint eine riesige Landmine oder so zu liegen. Deckel von dem Fass. Kann ich logischerweise nicht mitnehmen. Wurde noch ein bisschen wieder ein, damit sich die Tiere nicht dran schneiden. Ich habe nämlich keinen riesen Mülleimer auf meinem Rücken. Ja, ich muss wieder viel rausschneiden. Sonst geht das Video nachher eine Stunde. Wer guckt sich das Trauerspiel hier schon eine Stunde an? Hm? Keiner. Ich gehe jetzt auf der anderen Straßenseite. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Seite des Waldes. Alter. Und meine Motorräder. Na, irgendwas Judith hatte doch hier, hm? Können wir gleich entsorgen. Die Scheiße nicht mit mir rumschleppen. Alter, normal. Die Autofahrer haben auch eine Meise hier. Ich sollte meinen Kanal umbenennen. Der Müllsammler. Das passt doch zu einem Sondengänger eigentlich. Zu einem Sondler. Der Müllsammler. Müllsondler. Mal sehen, wo wir hier hinkommen. Fängt ja schon gut an. Mann! Ich eins nicht mag, ist es, wenn ein Telefon klingelt und man am Sondeln ist. Yeah. Ich bin gerade im Wald sondeln. Was ist denn los? Wirklich? Was ist da passiert? Also, sind die rein in die erste Etage und haben alle zugebaut oder was? Bei McDonald's? Ja, keine Ahnung, mir auch egal. Ich wollte gestern das alles verballern, das C4. Wir hatten um die 8 C4. Dann habe ich gesagt, lasst das heute Nacht alle wegknallen, bevor die uns dann raiden. Und jetzt haben sie uns geradet.
Jetzt haben die auch der C4. Stimmt, da wollten sie wahrscheinlich ja nicht rein. Ja, ne, ich habe noch ja nicht gepennt. Ich bin seit gestern wach. Bin jetzt sonnen gerade im Wald. Nee, ich muss jetzt noch sonnen. Ja. Gut, bis später. Ciao. Da ruft der Kiwi mich hier mitten beim Sonnen an. So. Weiter geht's. Danke, Kiwi, dass du mich hier beim Sonnen unterbrochen hast. Werde ich dich dafür... Aber finde ich sehr nett, dass du mir hier auch gut Fund gewünscht hast. Mal sehen, ob das was gebracht hat heute. Da denn nicht schrien, Alter. Hat sich angehört wie so ein Monster. Bis jetzt nichts gefunden. Ich werde natürlich nicht aufgeben. Mein Plan ist es, in Zukunft ein paar mehr Sondelfolgen zu machen. Vielleicht nicht so lange. Kurze, schnelle Sondelausflüge mit viel Münzen und Gold. Aber klappt halt alles nicht, ne? Es wären eher lange Sondelausflüge ohne was. Mit Müll. Ich würde ja halt auch mal gerne jetzt einen richtigen Schatz finden. Gibt's da ja nicht, Mann. Wow. Was ist das denn für ein Gelände da hinten? Ich geh jetzt mal hin. Da will ich jetzt unbedingt mal hingehen. Vielleicht haben die ja was aus dem Boden geholt, was mich interessiert. Vielleicht Münzen ohne Ende oder so. Das Wetter ist schön. Irgendwas. Mal sehen, was hier ist. Irgendwas. Riesenobjekt. Sieht interessant aus. Was ist es? Wer weiß es? Ich weiß es wie immer nicht. Sieht aus, als wäre es nichts weiter. Kann man hier auch hochklettern auf dem Berg. Vielleicht liegen ja oben die guten Sachen rum. Ich denke schon. Altes Kieswerk oder so. Alter, hier haben sie richtig gegraben. Hier suche ich jetzt mal ein bisschen weiter. Geh jetzt mal runter. Die haben ja quasi für mich schon vorgegraben. Ich muss jetzt eigentlich nur noch die Goldmünzen rausholen. Und wir alle wissen, Fischer CZ3D ist ein richtiger Coinfinder. Machen wir was? Gucken wir nach, was das ist. Stark schwankendes Signal. Das heißt, das ist ein Material, was sich verändert hat. Das ist das Objekt. Sind vom Dreck befreien. Scheint ein Art Ring zu sein. Ich werde ein bisschen drauf rumhauen. Vielleicht wird es dann deutlich, was das ist. Ja, das ist sehr deutlich zu sehen. Eine Unterlegscheibe oder ein Stück von der Schraube. Ihr müsst mitfühlen, wie es ist als Sondler. Damit ihr wisst, fangt niemals mit Sondeln an. Dann bleibt mehr für mich. Mehr Geld. Und Schätze. Und Bierdeckel. Und Dreck. Und Gelände, auf denen man nicht sein darf. Wo die Polizei kommt und einen festnimmt. Den Detektor wegnimmt. Dann kriegt man 10.000 Euro Strafe. Oder Gefängnis. Das ist ein stark schwankendes Signal. Sieht buddelig aus. Da ist die Hoffnung wieder da, dass wir jetzt doch mal was Gutes finden. Das ist schon mal ein bisschen Plastikdreck. Schon mal ein gutes Zeichen. Dass wir hier gleich was richtig Schönes finden. Da sehen wir doch schon. Scheint was Gutes zu sein. Ein Artefakt aus dem 20. Jahrhundert. Ein Stück könnte
Ja, wie auch immer. Da möchte ich jetzt ja nicht drüber nachdenken, was das sein könnte. Auf jeden Fall ein Artefakt. Also wenn ihr euch mal einen Detektor kauft, einen Artefakthunter-Detektor, dann wisst ihr Bescheid. Ein oder andere Artefakt ist dabei. Naja, ich mach die Kamera aus, wenn ich was gefunden habe. Ich mach die Kamera wieder an, wenn ich was gefunden habe. Da vorne sind Rehe. Die rennen da lang. Ich wollte eigentlich die Rehe filmen. Ich werde jetzt da drüben in den Wald gehen, auf der anderen Straßenseite. Und dann werde ich euch zeigen, was man hier finden kann. Ich bin jetzt im anderen Wald. Wo, wenn ich meinen Detektor wieder habe, hier, Mann! Da liegt schon irgendwas rum. Hat irgendwas schon. Meld dich um. Dings. Habe ich schon erwähnt, dass die Baden-Württemberger Wälder, zumindest in den Wäldern, in denen ich war, die schlimmsten sind. Die liegen voller Müll und nichts jutet. Deswegen werde ich auch bald wieder weiterziehen in ein anderes Bundesland. Da werden die Funde nur so mir entgegenfallen. Weil ich bin mit Herz und Seele Sondler. Und hier werde ich einfach nicht glücklich. Ich muss es einfach auch mal so sagen. Ich weiß ja nicht, wie andere Leute das machen, die hier in der Gegend wohnen. Aber hier liegt einfach nichts. Ich muss mich ja in manchen Wäldern ja nicht mal anstrengen und da findet man direkt was. Irgendwelche Taschenuhren, Geld, Abzeichen, Ringe ohne Ende. Und hier? Hier findet man, wenn man Glück hat, einen Reichspfennig. Und das ist dann auch schon das höchste der Gefühle. Und der Rest ist Müll. Zum Beispiel irgendwelche Dosenstücken. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr weitermachen, weil ich weiß genau, ich werde hier nichts mehr finden. Obwohl doch, wer hier jetzt noch was finden? Die Frage ist was? Die Frage ist was? Was laber ich eigentlich hier schon wieder? Ich bin seit 30 Stunden wach. Wenn ich jetzt hier in dem Wald nicht ein Signal habe, ne? Dann jeg. Dann jeg auf dem Acker. Und nach vorne ist ein Acker. Und da werden wir dann sehen, was auf dem Acker liegt. Nichts. Da ist was. Ganz verschissenes Eisensignal. Nee, wo liegt nicht. Kein Eisen aus hier. Ich will was anderes. Ich will eine Münze oder irgendwas. Ich will ein altes Stück verrottetes Eisen aus. Ins Auge gekriegt. Ach, das ist heute wieder ein guter Sonnentag. Ich will hier nicht mehr wohnen. Ich will hier auch nicht mehr sonnen gehen. Guck dich das doch mal einer an. Man läuft durch den Wald und man landet auf einer Trägerspur mit 1000 Steinen, wo Nägel und alle drin liegen. Hier. Schon 100 Mal aufgebuddelt, die Scheiße. Immer dasselbe drin. Stücke aus Metall und Rohre. Zerkleinerte Rohre. Habe ich doch alles schon mal erwähnt. Wirklich, das ist die schlechteste. Ja, das ist die schlechteste Sonnenfolge, die ich dann jemals gemacht habe. Und vor allen Dingen die Krönung. Oder wie soll ich sagen? Der Tiefpunkt. Der Tiefpunkt bei des Sonnens. Den habe ich hier erlebt. In diesem Gebiet. Nee, Müll. Das muss aber ein Signal sein. War alles gut eingestellt, Konzentration, nichts auslassen, schön durchschwingen. Gleichmäßig und jeden Millimeter, jeden Zentimeter mitnehmen, nicht zu schnell, nicht zu langsam, bis ich drüben bin auf der anderen Seite. Vom Acker einfach mal quer rüber. Da müsste ja wenigstens ein Signal am Start sein. Der Detektor geht. Muss ich doch schon mal beschissen an, aber wir graben das aus. Bald ist ein Signal. Alles. Das ist ein Nagel. Haben wir's?
CZ3D wieder gute Arbeit geleistet. Eine Stange. Super. Weiter geht's. Liegt nicht am Detektor. Das möchte ich mal klarstellen. Das ist ein super Detektor. Damit kann man alles finden. Natürlich ist der an. Das ist hier so. Ich habe schon 100 Mal gesagt, dass es hier so ist. Diese Felder geben einfach hier nichts her. Um ganz ehrlich zu sein, ich war schon mal hier auf dem Feld. Und ich habe einen Knopf gefunden bis heute. Hier, ein Knopf mit so Punkte. Den habe ich auch schon mal irgendwo in einem Video gezeigt. Ich war auch wirklich wieder stundenlang gesondert, dann war Nacht, dann habe ich den Knopf gehabt. Ja, die letzten Funde, die schönen aus meinen Videos, die sind nicht von hier. Hier finden wir einfach nichts. Ich muss hier immer kilometerweit fahren, bis ich mal was finden darf. Ich habe auch keine Lust, so eine Folge zu zeigen. Ich denke mal, das ist nachvollziehbar. Ich habe schon mal so eine Folge gezeigt. Die drei Rechtspfennig-Folge. Hier haben wir was, das buddeln wir aus. Schwankend ausbuddeln. Was war das? Hm? Wer weiß, was das war? Niemand. Das sieht doch auch keine Sau. Oh. Hier, Gold. Ah. Hier, Deckel. Na, was? Flaschendeckel. Kein Bock mehr. Bin hier schon mal rüber gerannt. Tschüss.